Freunde, willkommen zu einem weiteren Hogwarts Legacy Video und nicht vergessen zu liken, zu teilen und kommentieren. Und Freunde, das ist die allerletzte Mission. Das ist der finale Fight gegen Ranrock. Viel Spaß mit diesem Gameplay-Video. So, jetzt rein da, Digga. Ach so, ich dachte, vielleicht kann ich die Wand kaputt machen, okay. Welche Reittiere hast du alle? Dieses hier und einen Hippogreif. Wann kriegt man das letzte Reich hier, Abu Sujuk? Ah, das ist der Araber drin. Der Inder drin. Professor Rackham ja recht damit, ihn zu vertrauen. Digga, er zweifelt an mir. Avada Kedavra. Ist aber leider kein Reittier. Aber was bringt denn das Tier für mich? Nichts, oder? Professor Bakar, ich muss ihn vernichten. Er vertraut mir nicht. Avada Kedavra. Vernichte ihn. Kann man hier reinspringen? Was passiert? Ja, perfekt. Nice. Vernichte sie. Die Träne. Die Träne fürs Denkarium. Bei Merlins Bad. Ich finde, ich sehe so cool aus. Hallo? Isidora? Professor Bakar. Was ist der für ein Spanner, Digga? Geht einfach bei ihr zu Hause rein. Perversling. Isidora? Vernichte sie. Vernichte ihn, Isidora. Tu es. Na los. Mr. Morgan, vernichte ihn. You do nothing. You do fucking nothing. Mr. Morganak? Die Tür geht zu? Doch nicht. Einfach Shao Kahn, ja, Mann. Isidora zu Hause. Mir scheint es, ihm wurde nicht nur der Schmerz, Shao Kahn. Seine Seele. Noch schlimmer, als wir befürchtet hatten. Neef hatte recht. Isidora hat weitergemacht. Ich habe gerade erfahren, dass sie die Magie bei Schülern benutzt hat. Wir brauchen die anderen. Sie ist wahnsinnig geworden. Vor Macht. Einer gegen vier Solo-Squad. Sie müssen jetzt zurück zum Gemeinschaftsraum. Verstanden? Alter, 1 gegen 4, Digga? Bisschen unfair. Da ist sie doch. Avada Kedavra. Tief einatmen. Sie ist geisteskrank. Isidora? Jeder fühlt Schmerz. Isidora? Runter mit dem Zauberstab. 1 gegen 4, was macht sie? Also, sie lehrten mich, Macht zu nutzen, nicht sie zu verstecken. Das lehrte ich sie nicht. Expelliarmus! Boah! Boah! Sie ist mächtig. Alter! Solo vs. Squad, Digga. Alter! Wieso ist sie so mächtig? Aber eine
Boah! Shao Kahn, Digga! Digga, Shao Kahn rastet aus! Sie lebt. Er hat sie vernichtet. Bollywood hat ihn verändert. Shah Rukh Khan ist ausgerastet. Er ist wahnsinnig. Er ist gemeingefährlich. Die tanzen gleich alle ein. Bole Julia! Bole Kangana! Ah, Gabi Kushi, Gabi Ham. Wir schufen die Prüfungen, um diese Person zu uns zu führen, damit sie sich des von uns verborgenen Wissens und der damit einhergehenden Verantwortung als würdig erweisen kann. Habe ich mich etwa nicht bewährt, Professor? Ich muss das Behältnis noch vor Ranrock erreichen. Das haben und das Wissen. Ich bin der Auserwählte. Doch das Behältnis wird von mächtiger alter Magie geschützt. Um es zu betreten, müssen sie aus den vier Artefakten über unseren Denkarien einen speziellen Zauber anfertigen. Das Behältnis ist also erstmal sicher vor Ranrock. Wenn er, wie sie vermuten, in der Lage ist, die Macht des anderen Behältnisses zu nutzen, könnte er unsere Verteidigung durchbrechen. Wieso tötet Ranrock nicht einfach, Digga, hä? Sie haben alle unsere Prüfungen absolviert. Und das unter Umständen, die nicht einmal ich vorhersehen konnte. Ich hab sie verarscht. Ich hab sie verarscht, Digga. Ich bin böse. Der Portschlüssel, das Gewölbe, das Medaillon, das Buch. Dein Deck ist aber kompliziert. Findest du? Wir mussten sicherstellen, dass jemand mit unserer Fähigkeit dieselbe Wahl treffen würde wie San, Neve, Charles und ich. Sie kennen jetzt meine Erinnerung und verstehen, was auf dem Spiel steht. Vergessen Sie niemals, dass nicht alle so sind, wie sie scheinen. Wie Sie wissen, gibt es kein Licht ohne Schatten. Und keinen Schatten. Ich bin der Schatten. Vernichte sie. Dunkelheit beseitigen können, sollten Sie das nicht noch immer tun. Sie werden wissen, wann der Zauberstab zu nutzen ist. Unser Erbe liegt nun in Ihrer Hand. Ich bin böse. Ich hoffe doch, die Schutzzauber des Schlosses schützen auch gegen einen. Das ist die letzte Mission jetzt, oder was? Das hoffe ich auch. Aber selbst wenn Sie es jetzt nicht tun, versichere ich Ihnen, in Zukunft werden Sie es. Kein Fluch auf Flipendo, ja, leider. Ja, hoffentlich kommen Sie und die anderen bald. Sie wissen, wo die Tür ist, durch die wir gekommen sind. Rein in die letzte Mission. Der Boros Avatar. Tomorrow night, I'm gonna smash your boy, guys. I'm gonna smash your boy. Digga, wieso respawn die? Hasse Respawn. Stirb einfach. Gebt mir euer Geld. Gebt mir euer Geld. Boah. Greif deinen Freund an. Tu es. Hä? Hä, wieso greifst du mich an? Ah, Avada Kedavra ist voll, ne? Digga, ist das OP. Digga, ist das OP. Okay?
Digga, ist das OP. Ich setze einfach Avada Kedavra genau vor seinen Augen ein. Digga, ich bin einfach extrem böse. Ich bin so böse, Digga. Und er sagt diesen komischen Hütern der Geheimnisse nicht mal, dass ich so böse bin. Professor Fink ist ein Ehrenmann. Boah. Was ist das für ein Trollkrieg, Digga? Alter, die Lehrer kommen alle. Let's go. Professor McGonagall. Moody. Als ob ich eure Hilfe brauche, ihr Opfer. Jetzt spam ich sogar vor allen Lehrern die unverzeihlichen Flüche. Avada Kedavra, Avada Kedavra. Avada Kedavra. Wo ist die Pflanzentussi? Wenn ich die jetzt Avada Kedavra kann, wie OP ist das denn, Digga? Boah, ich hab den guten Zauberstab. Avada Kedavra. Nur um die zu kontrollieren? Tanzt für mich, meine Marionetten. Tanzt. Wir haben es geschafft. Wir haben es vor Renrock geschafft. Wirklich unglaublich, dass es das ist. Das Behältnis war seit Hunderten von Jahren unter dem Schloss. Na, Vardok! Denken Sie an all den Schmerz, der es schuf. Dafür sind Miriam, George, ihr Freund Lodgok und so viele andere gestorben. Miriam glaubte, die vergessene Magie könnte für Gutes genutzt werden, aber sie kannte die Risiken nicht. Sie hat nicht gesehen, was die Hüter ihnen gezeigt haben. Oder Isidora. Sie sind jetzt der Hüter der Macht, die sich darin verbirgt. Danke, Cousin. Welche Pläne haben sie jetzt damit? Ich werde böse. Ich werde es hier lassen. Ich werde es öffnen. Ich öffne es. Ich habe beschlossen, das Behältnis zu öffnen. Seine Macht darf nicht noch länger brach. Ich brauche die Macht. Allem, was Sie gesehen haben, was ist mit Isidoras Schicksal? Sie haben recht, diese Masse will nicht vorhanden werden. Ich will die Macht für mich. Isidora verschwendete ihre Fähigkeit, um andere vor sich selbst zu retten. Ich lasse mir nicht vorschreiben, was mit dieser meiner Macht. Ich werde böse. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Sie sollten doch von uns allen am besten. Ich bin böse. Was für Schmerz und Elend das bedeuten könnte. Renrock. Ich wusste es. Avada Kedavra, und das Ding wäre vorbei, Digga. Ihr gehört uns. Genug, Renrock. Er hat dir nie gehört. Damit wollte ich schon lange spielen. Miriam starb. Hätte sie den Behälter nur herausgegeben. Hätte all das nicht sein müssen. Vernichte ihn. Wichtig, tuerische Hexe. Was? Ihr zwei seid euch ähnlich. Sie wusste auch nicht, wann man lieber auf. Wow! Hey, hey! Lass ihn in Ruhe. Wenn, dann vernichte ich ihn. Boah, was passiert hier? Oh no. Oh no! Oh shit.
Scammer gerade scammt. Oh shit. Boah, Alter. Vernichte ihn. Avada Kedavra. Hey, look, it's raining dicks. Komm schon. Boah. Yo. Ups. Stirb einfach, Digga. Who the fuck is that? Oh. ...2000 Damage, let's go. Oh, nicht in die Lava laufen. Jetzt läuft's doch besser, Digga. Jetzt läuft's doch besser. Sui! Who the fuck is that guy? Who the fuck is that? Tomorrow night, I'm gonna smash your boy, guys! I'm gonna smash your boy! Let's go, Digga! Ich bin Khabib, Junge! Undefeated, undisputed UFC Lightweight Champion! Das sieht doch schon mal besser aus. Vorhin habe ich hier 10 Tränke. Wow! Keep cool, man! Keep cool, bro. Dum, da, dum, da, dum. Ja, ich musste nur wissen, was ich machen muss. Jetzt ist es easy. Nicht zu früh, Freund. Ah, da. Aber verstehst du, wieso? Wieso war das One-Hit, Digga? Das war aber nur dieser Feuersturm. Der hat vorher nicht One-Hit gemacht. Come on, bitch. Come on. Come on, bitch. Perfekt. Perfekt. Nein! Gib cool! Ich dachte, er macht den gelben Angriff. Sui. Ich verstehe es nicht. Wieso trifft er mich da? Wieso trifft er mich, hä? Wir schaffen es.
Sui. Sui. Okay. Okay. Wo lang, Bro? Boah, jetzt wird's schwer, Digga. Perfekt, ich muss näher ran. Ich muss richtig nah ran, oder was? Ich war voll weit weg vorhin, deswegen glaube ich. Perfekt. Was hat mich getroffen, ne? Hä, was hat mich getroffen, Digga? Perfekt. Avada raus und einen roten. Ja, du hast recht. Ich habe manchmal gefehlt. Safe ist safe. Perfekt. Jetzt kommen zwei Lila, wenn ich zwei Gelbe reinpacke, Digga. Dieses Spiel will mich doch ficken. Perfekt. Perfekt. Wir schaffen das. Wir schaffen das, Bro. Aber Suju, glaub an mich. Wo ist Lila? Zwei Lila, ne? Guck es dir an. Guck es dir an. Perfekt. Perfekt. Digga, ich kann das nicht mehr. Inch, Bro, Inch. Oh no. Oh no. Ich habe ganz vergessen, jetzt kommt der Hurensohn. Das war clean. Sag mal ehrlich, das war clean. Das war clean. Kurz einen Hit kassiert, aber ist egal. Perfekt. Trink den Trank, Bro.
Junge, jetzt fick ich ihn, Mann. Ich hab nur Spaß gemacht, Abu Sujuk. Das war alles nur Spaß. Das war alles nur Spaß, Bro. Alles nur Spaß, Bro. Oh, keep cool, man. Aber wenn er sich aufrichtet, schießt er immer den Ball. Okay, jetzt check ich's. Easy, Bro, easy. 11 Tränke noch, easy. Ich hab dich nur verarscht, Abu Sujuk. Das war nur Spaß. Oh! Ich hab auf den Chat geguckt. Junge, geh dich waschen, du Fisch. Ja, jetzt kommt der Dingens, perfekt. Sui. Boah, er rast los. Macht ernst. Oh. Keep cool, man. Let's go, Digga. Jetzt knie vor mir nieder. Der dunkle Lord. Jetzt Avada Kedavra tu es. Sui. Professor Fick wurde gefickt. Ich bin unbesiegbar. Noch 10 Tränke. Digga, so höre ich mich beim Kacken an. Was ist das denn? Oh. Die machen einfach Vater-Sohn-Kamehameha, Digga. Boah, das sah wirklich aus wie gegen Cell. Alter. Sie geliebt, mein junger Freund. Die Welt der Zauberei könnte nicht. Ach, Professor Fick. Und jetzt vernichte ihn. Sui. Der Arme wurde ins Reich der Schatten geschickt.
Hättest du das andere genommen, wäre schon davor verreckt. Was meinst du? Also anders ausgewählt oder was? Professor Eleazar Fick. Und für seine Kollegen ein langjähriger Weggefährte. Ein berühmter Abenteurer auf der Suche nach Wissen. Er hatte den Ruf. Keiner hört zu, die reden einfach, Digga. Der macht so eine Trauerrede. Als auch Sicherheit zu ignorieren. Es soll uns allen eine Lehre sein, und zwar eine tragische. Seine Liebe zum Abenteuer wurde nur übertroffen von seiner Hingabe an Hogwarts. Und natürlich an seine Frau Mary Kustigi. Die ebenfalls viel zu früh verstarb. Professor Fake verkörperte das Beste von uns allen. Er konnte wirklich listig sein, war genial und wissbegierig zugleich und ein wahrlich treuer Freund. Aber vielleicht war es auch sein beeindruckender Mut, für den wir ewig in seinem Professor Fick stehen werden. Professor Fake? Gehst du auf? Ja, ich denke gleich. Nun, wir gucken das noch zu Ende. Ich kann mit Gewissheit sagen, dass ohne ihn viele von uns heute nicht hier wären, von Hogwarts ganz zu schweigen. Die, die ihn gut kannten, werden mir zustimmen, dass wir ihn nach Hogwarts Manier ehren müssen. Durch Weises. Wahre Worte, wahre Worte. All dem, was vor uns liegt. Danke für den Spoiler. Schmeck's? Seit wann guckst du zu, Cousin? Auf, Professor Fick. Nur für dich, mein Freund. Professor Fick. Unglaublich. Ich wollte eigentlich vor einer Stunde mit Freunden raus. Ich kannte ihn nicht so gut. Wieso bist du nicht rausgegangen? Er war ein guter Mann. Gut, dass Weasley Fick so die Ehre erwiesen hat. Man wird sich gut an ihn erinnern. Ich wünschte, mein Onkel hätte das auch gehabt. Ich frage mich, ob Anne mich treffen will. Sebastian, ich kann mir nicht vorstellen, was du und Anne durchmacht. Vielleicht hörst du bald von ihr. Das hoffe ich. Ich lass es dich wissen. Sebastian, ich muss dir etwas sagen. Danke, Cousin. Es hat mit Victor Rookwood zu tun. Hä, aber was ist mit ihm? Er hat einfach Avada Kedavra eingesetzt? Das war bestimmt ein heftiger Kampf. Die Gerüchte stimmen und so war es. Aber das meinte ich nicht. Kurz vor dem Angriff murmelte Rookwood etwas... Wieso muss er nicht nach Azkaban, Digga? ...die Anne kurz vor dem Fluch hörte. Kinder sollten gesehen, nicht gehört werden. Halt! Was? Was sagst du da? Es war keiner von Renrocks Anhängern, der Anne verflucht hat. Es war Rookwood. Von Anfang an. Hello, darkness, my old friend. Es war Anhänger. Schon eher. Als Anne verflucht wurde, hat sie nur Kobolde gesehen. Nach Rookwoods Bündnis mit Renrock wurde Isidoras Anwesen für beide interessant. Deshalb war Rookwood dort in der Nacht, in der Anne verflucht wurde. Er arbeitete mit Renrock zusammen. Als er deine Schwester sah, er wollte nicht, dass jemand davon erfuhr. Er hat sie also verflucht und sie für immer verändert. So grausam. Rookwood hat bekommen, was er verdient. Danke, dass du mir das sagst. Es war kein Kobold. Ich schätze, ich muss mich bei dir entschuldigen. Die ganze Zeit dachte ich, Kobolde seien der Feind. Du bist der Feind. Es war nie so einfach. Ominous hat mit Anne gesprochen. Ob sie mich wohl sehen will? Ich finde es heraus und melde mich... Ach, geht's jetzt noch weiter, Abu Sujuk? Gibt's da noch eine Danach-Mission? Also Nebenmission? Alter, sieht Hogwarts schön aus.